neues Gerät von Buffet Crampon, die Firma, die auch diese kleine gebaut hat. Aber es geht um was ganz anderes. Es geht um den Clarimate. Das kommt auch von Buffet Crampon, wurde vor einigen Wochen vorgestellt und ich bin mega gespannt, was es damit auf sich hat. Es soll etwas sein, womit man den Ton der Klarinette dämpfen kann und über Kopfhörer sich selbst hört. Man auf dem eigenen Instrument, so ein bisschen wie das Yamaha DigiSax, aber eben nicht mit einem fremden Instrument. Mal gucken, wie ich das hier aufkriege. Zum ersten. So. Schauen, was drin ist. Und wie es dann, wie leicht sich das umsetzen lässt und montieren lässt und alles. Das ist also wirklich das erste Mal, dass ich das aufmache. Und schauen, was da drin ist. Das ist die Kiste. Und das ist das Gerät. Ich habe schon eine bestimmte Vorstellung davon, wie das alles so funktioniert, weil ich mir ein Video dazu von Buffet Crampon angeguckt habe. Es gibt so einen Schlauch. Mal gucken, kommt man ohne Anleitung klar oder mit. Den muss man jetzt hier wahrscheinlich irgendwie reinstecken. So rum oder so rum. Keine Ahnung. Ich probiere es mal so. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch gar nicht wichtig. Oh, hoffentlich ist Strom drauf. Hier ist der Knopf zum Einschalten. Gedrückt halten. Es blinkt, es blinkt. Sehr gut. Schon mal nicht schlecht. Okay, jetzt muss das mit dem Schlauch hier wahrscheinlich rein, die Klarinette. Hier gibt es irgendwie vielleicht ein Bild. Also zwischen Mundstück und Birne kommt das Ganze. Also hier mache ich mein Mundstück ab. Schiebe das hier rein. Ob der Schlauch gut ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich, dass der Sabber irgendwie nicht ins Instrument reinläuft, sondern weiter unten rausschraubt. So. Zack. Das passt schon mal ziemlich gut. Ist ja vom Buffet Crampon und die Klarinette auch. Ja, schade, wenn nicht. Das hier passt auch. Und jetzt, glaube ich, muss man ein Blatt nehmen. So, aha, das ist jetzt interessant. Das ist also das Blatt, was da dabei ist. Auf der Unterseite hat das irgendwas Seltsames. Ah ja, ey, krass. Wahrscheinlich kann man damit irgendwie... Lass uns überraschen. Ich hau das jetzt erstmal drauf. Es sind zwei von den Blättern dabei, aber ich glaube mal, die sind gleich. Ja, sind sie. Spanne ich jetzt auf mein Mundstück. Das macht ein Geräusch. Hast du das? Ganz leises Brummen. Gibt's nicht. Krass. Okay. Gut. Hier drauf. Dann schauen wir rüber. Ich probiere das jetzt mit einer Böhm-Klarinette. Klar, wie viel Crampon. Ich spiele selber Böhm. Aber ich gehe davon aus, dass das genauso mit der deutschen Griffweise klappt. Muss vielleicht nur andere vom Durchmesser was machen mit den Zapfen, dass das richtig passt. So, jetzt erstmal so das Spielgefühl. Das ja, also kommt kein Ton raus erstmal. Jetzt habe ich hier meinen Kopfhörer mitgebracht. Also ja, schon mal hingelegt. Hier ist eine Kopfhörerbuchse. Stelle ich das jetzt rein und gucke erstmal, was passiert. Okay. Nein! Es kommt ein Ton auf meinem Kopfhörer, der genau. Also ja. Na, kommt mal mit oder komm mal mit. Ich stecke das jetzt mal hier an unsere Anlage. Mal gucken. Es geht ein bisschen eng zu hier, aber ich auch was höre. Semi leise gestellt. Mach mal.
die Zieme überblasen. Mal gucken, ob es dann auch geht. Da hat es ein bisschen Probleme, den Ton zu erkennen. Also wenn ich schnell spiele, wird es ein bisschen hakelig, aber ich bin trotzdem mega verblüfft, wie das geht. Also man kauft sich dieses Teil und kann in der Neubauwohnung oder wo auch immer, ohne irgendjemanden zu stören, ohne dass jemand anders irgendwas hört, mit seinem Kopfhörer Klarinette üben. Natürlich ansatzmäßig, es fühlt sich ziemlich gut an mit dem Blatt, aber natürlich übt man keinen Ansatz. Man kann wahrscheinlich keine Flageolets oder sowas üben, aber Lautstärke. Lautstärke ist es sensibel und ja, ich bin verblüfft. Klasse, ich werde das mal mit nach Hause nehmen und ein bisschen noch weiter ausprobieren. Bis bald, macht's gut. Achso, dieses Gerät gibt es in der Triole, wir haben das da mehrfach und es kostet 420 Euro oder sowas in der Größenordnung, 419, ich glaube. Wir haben also den Preis, den alle haben, wie immer. Und ja, wenn es interessiert, der kann auch gerne ausprobieren, komm. Lasst euch auch überraschen von dem Teil, verblüffen. Ich bin schon jetzt, glaube ich, ganz schöner Fan davon. Alles klar. Ciao.